Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord. Mit meiner bereits 6. Staffel und der 67. Folge, heute in der Vorproduktion am 9.06.24. Bevor es aber losgeht, gibt es immer ein herzliches Dankeschön. Und zwar geht's heute an DJ Dead One. Der DJ hat nämlich am 01.01.24 ordentlich aufgelegt und mir ein öffentlich sichtbares Abo auf dem Zweitkanal hinterlassen. Herzlichen Dank dafür, du warst Nummer 1322. Der DJ verschwindet jetzt aber wieder und wir befinden uns zurück bei einer Weltkarte, die zur Hälfte rot ist. Wir haben wieder so einen kleinen Weltkrieg, natürlich. Waffenstillstand wurde nicht richtig eingehalten von den Dryaden. Eigentlich hieß es immer 20 Tage laut Diplomacy-Mod, aber irgendwie scheinen die sich darüber hinweggesetzt zu haben. Vermutlich, so kann ich nur annehmen, als Spieler hat man ja die Option, den Waffenstillstand trotzdem zu brechen für einen extra Aufpreis von Einflusspunkten. Das werden die gemacht haben als KI. Extra Einflusspunkte draufgezahlt, damit sie halt sofort wieder Krieg erklären dürfen. Um die Gunst zu nutzen, dass wir gerade schon gegen Karthago und Gallienkrieg führen. Das heißt, unsere zukünftigen Schlachten werden erstmal wieder hier stattfinden. Vorausgesetzt, die Karthager lassen mir mal ganz schön fein Vostrum und Fykauern in Ruhe. Das wäre ganz nett, ich meine ja nur, sonst muss ich wieder einmal quer durch die ganze Karte latschen. Gut, aber vorher haben wir hier noch einen Angriff abzuwehren. Denn die Garnison von Garantor hat schon bei der letzten Belagerung ordentlich gelitten. Und zwar mehr als ordentlich, wie ich sehe. Wir hatten hier mal 200 Mann drin. Also nur Garnison, nicht Miliz gerechnet. Das hier wird ein Leichtes, ganz ehrlich. Also der hat kaum was dagegen. Ne? Aber trotzdem wollen wir natürlich versuchen, so viele Verluste wie möglich einzusparen. Denn ein Großteil dieser Truppen hier sind mein Clan. Also schmerzlichere Verluste. Natürlich ist wieder dunkel. Oh. Ich glaube nicht, dass die auf uns zukommen, aber falls doch, mache ich den Klassiker. Und zwar meinen Klassiker, den ich jetzt echt gut finde. So. Hier hin. Hier dahin. Das wäre sogar gar langsam eine Überlegung wert, aber wirklich nur mal drüber nachdenken, dass man sich vielleicht sogar eine dritte Infanterie hinstellt. Dass man die dritte Infanterie hier hinterhin stellt für diese Formation. Und dann ab einem gewissen Punkt zu sagen, Bogenschützen zurück, Infanterie soll hier aufhalten, alles was hier noch durchkommt und dann Flanke hier, Flanke da, aufhalten hier. Aber meistens rennt der Gegner ja auf die zwei ein, sodass man die dritte Infanterie theoretisch auch für einen gezielten Flankenangriff da nutzen könnte, wo der Gegner einen Großteil seiner Infanterie hinschickt. Jetzt habe ich mich verklickt. Das ist schön. Schön blöd. So, bereit. Ja, wir kennen das Spielchen. Er macht erstmal wieder eine Aufstellung. Weil er auf meine Formation versucht zu reagieren. Und jetzt gucken wir mal. Doch, er kommt, wa? Es könnte sein, dass wir Defensivschlacht haben. Ja, sie kommen. Sehr schön. Da glaube ich übrigens immer noch, das liegt an der Realistic Battle Mod. Dass die Realistic Battle Mod irgendwie so sagt, ey, das sind Angreifer auf unsere Burg und deswegen gelten sie auch in der offenen Feldschlacht als Angreifer. Bei Vanilla hatte ich das damals sehr, sehr häufig, dass sie einfach nicht angegriffen haben, weil wir einfach zu stark sind, dass sie halt stehen geblieben sind. Ja, ihr dürft. Ihr dürft auch. Die Infanterie ist mir schön langsam. Seine Kavallerie ist unserer eigentlich unterlegen, außer die mit ihren Lanzen ran. Eigentlich. Wir haben halt mehr Leute, ne? Ja, doch, das sieht gut aus. Darkius, sehr schön. Klar, wo gehobelt wird, fallen noch Späne. Wir machen auch ein paar Verluste bei der Kavallerie, aber seine Kavallerie wird uns jetzt nicht in die Flanke chargen. So, Gina kommt mehr linksseitig, okay. Ziemlich gut. Und der Gina schießt so gut wie gar nicht. Bin ich noch besser. Ah, das funzt. Das funzt richtig. So, die 4 ist da noch beschäftigt. Die 5 darf mal zurückkehren auf Position. Cool. Position war da hinten irgendwo. So. Da kommt nämlich langsam der Gegner. Ihr kommt jetzt mal hier rüber, bitte. Der Gegner konzentriert sich nämlich komplett nur auf diese eine Einheit hier.
Die macht jetzt einen Schildwall. Was? Wo bleibt die Infanterie? Unsere Bogenschützen machen noch schön Arbeit. Schießen hier auch in die Flanke rein, wie sich das hier hört. Eins hält die Stellung. Ah, die zwei ist schon da. Sehr schön. Dann zwei. Rein da. Und ich mach mit. Hallöchen. Hast du gedacht, wa? Hast du gedacht, du war den langen Stock in der Hand hast, dass du mich erwischen könntest, wa? Oh, da war ein Stein. Die sind beide gestolpert. Sehr schön. Schönes Ding. So, die fünf darf dann jetzt mal die Bogenschützen hier angehen. Aua, nicht aufgepasst. Blödes Falkata hier. Sehr schön. Weg damit. Weg damit. Macht sie zu Mai. Brei. Nicht Mai. Mousse und Brei gemischt. Nennt sich Mai. Was? Ah, easy. So. Die sind schon umzingelt. Sehr schön. Die 1 darf jetzt auch mal chargen, aus dem Schiff mal rauskommen. Haben sie es jetzt gemacht? Jetzt. Alles klar, das läuft. Haha, hast deine Standarte fallen lassen. Aua! Wo kam der her? So. Und da laufen sie. Und zwar voll in unsere andere Einheit rein. Ne? Na, jetzt ist. Mann! Aua, warum immer ich? Aua, warum immer ich? Mann! Scheiße! Okay, Windra, du machst das schon irgendwie. Die Schlacht ist eh gleich vorbei. Verstärkungswelle kommt nicht. Nee, gut. Ah, jetzt ist die Kavallerie noch reingecharged. Ja, gut. Oh, nochmal auf die letzten Reste hier einprügeln, wie sich das gehört. Hast du irgendwas zum Schmeißen, hast du? Nicht gut. So. Achtung! Oh. Achtung 2.0. Geht doch. Oh, wow, ganze zwei Schaden. Ich bin ja unterwältigt. Nein. Nach. Okay. Gut. Das soll es gewesen sein. Mal alle Mann. Charge-Befehl. Ja, dankeschön, weil Kavallerie ist schneller als flüchtende Infanterie. Wer hätte gedacht? Und sie skillt jetzt auch ein bisschen Athletik. Und erwischt vielleicht noch den einen oder anderen. Ja, doch, die karthagische Kavallerie hat den einzigen Vorteil gegenüber unseren Kavallerie, dass sie richtige Lanzen haben, während wir halt Einhandspeere haben. Also unsere Speere sind, glaube ich, nicht abstürzbar, wenn ich das richtig gesehen habe, von unserer Kavallerie. Deren wiederum schon, also die können ordentlich Schockangriffe machen. Unsere sind da eher so, naja, mittelschwere Nahkampf und Schock und Kundschafter. Also irgendwie so ein Allrounder-Kavallerie. Aber auch nicht besonders gut in allen Punkten. Achso, hier ist nichts mehr. Dann werden noch drei Leute gejagt, aber gut. Soll es jetzt gewesen sein. 32 Verluste ist in Ordnung dafür, dass wir 300 Gegner hatten. Definitiv in Ordnung. Und vor allem, wir haben unsere Burg gerettet. Komm mal mit. Ihr kommt auch mit. Ja, Kavallerie wieder ein bisschen auffrischen. So. Treibsandbanner. Ja, nee. Braucht man nicht wirklich. Das wird gespendet. Ich nehme die Pferde mit für den Verkauf, aber das hier wird gespendet. Das heißt, ich muss langsam mal ein bisschen auf meine Finanzen achten, oder? Obwohl, ich mache Plus durch Vostrum jetzt mittlerweile. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wie sieht's bei Arena eigentlich mit dem Skill aus? Hat's schon geholfen? 86, ja, hat geholfen. Sie hat schon gelevelt. Sehr schön. Von 85 auf 86 hoch innerhalb von zwei Folgen. Das ist in Ordnung. Dafür, dass wir kaum Kämpfe hatten, ist das mehr als in Ordnung.
Jetzt geht sie wenigstens endlich wieder mit dem Bogen hier. Ja, wenn sie da, weiß ich nicht, bei 200 ungefähr ist mit dem Skill, wenn nicht sogar noch 250 für den letzten Perk, dann kann man ihr auch den gestreiften Bogen wiedergeben. Da muss sie ja nicht mehr skillen damit. Obwohl, ha, sagen, sie schießt ja dann auch nicht damit, das ist das Problem. Das bedenke ich immer nicht. Eigentlich macht es keinen Sinn, den überhaupt noch aufzuheben, wenn wir ehrlich sind. Schiete. Ja komm, ich nehme mal ein kleines bisschen was mit hier zum Verkaufen. Dass mal wieder ein bisschen Geld reinkommt in die Kasse. So. Und der Rest soll Erfahrungspunkte sein. Gut, was haben wir jetzt hier gemacht? Die Windra in Werfen. Mensch, hat ja was geholfen, dass ich da was geworfen habe. Gegen Schilde. Hauptmann ist er ja auch gegen Schilde, dementsprechend auch was Besseres. Nee, Wurfwaffenschaden gegen Schilde, so rum. Oder alternativ, dass sie schneller die Waffe ziehen kann. Nee, das braucht man nicht unbedingt. Dann lieber mehr Schaden gegen feindliche Schilde. So, dann. Oh yeah, Baby. Nochmal drei Leute zur Kavallerie machen und hier nochmal ordentlich aufwerten. Gut, mal ganz kurz hier drin. 90 Gefangene wurden reingelegt. Das ist natürlich wieder viel zu viel. Wer hätte es gedacht? Mann. Aber Malka ist auch drin, das ist gut. Du kommst mit. Oh, sind aber einige Gefangene reingelegt worden. Junge, Junge. Aber das war ja auch noch wegen der Schlacht, die Manteos vorher hier geführt hat, ne? Wo er ja schon die erste Belagerung abgewehrt hat in unserem Interesse. Ah, ich glaube, wir werden jetzt ein paar Mal zwischen Ortizia und Caronta hin und her reisen und Gefangene verkaufen. Achso, Moment, habe ich überhaupt schon Gefangene voll? Nö. Dann nehmen wir noch was mit. Dann ist nicht zu viel hier. Gut, Esri kann drin bleiben. Obwohl, ach, der wird ja sowieso flüchten. Wenn er drin bleiben würde. Dann lieber erstmal so. 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 Ja, ein kurzer Abstecher im Dorf. Da müssen wir auch gleich mal nach der Verwaltung gucken von der Burg. Wenn die jetzt so wenig Garnison hat, wird die auch ordentlich gelitten haben. Steuerung M. Ah ja, hier fehlt wieder einer. Natürlich. Hier auch. Okay. Das sieht schon besser aus. 37 Leute wollen sich mir anschließen. Ach, wenn es doch bloß Römer wären. Wenn es doch bloß Römer wären. Mann, Mann, Mann. Gut, schnell zurück. Ja, lauf mal schön weg, du. Ach, die Rebellen von Marunath wurden endlich mal vernichtet. Ist ja erstaunlich. Nee, das machen wir kurz anders. Sekunde. Wir gehen ins Verlies. Schmeißen ihn darin. Die zwei nehme ich mit. Die möchte ich rekrutieren. So, 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 so. Nochmal vorsichtig aber gucken, ob meine Römer auch gesperrt wurden. Nein, wohnen sie nicht. Wo ist denn der dritte? Ah, hier. Okay, gut, das passt. Zack. Nein, es passt nicht. Abbruch. Ach ja, er nimmt ja den Sperrbefehl nicht sofort. Ich muss jetzt erstmal sagen, sperren. Hier ist Sperre schon drin, hier ist Sperre schon drin. Dann sage ich fertig. Jetzt gehe ich nochmal rein und jetzt müsste es klappen. Genau. Jetzt überschreibt er das immer. Okay. So. 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 Oh, nochmal zurück nach Garontor. Die Karte wieder drehen hier. Lösegeldangebot ist mir zu wenig. Du wirst doch jetzt nicht das Dorf plündern. Wird dir heiraten haben, du. Verlies, Verwaltung, kommt mit. Ah, jetzt sind schon ganz viele verschwunden. Okay. Verschwunden oder verkauft, ist die Frage. Ich denke mal, weil es überfüllt war, sind viele abgehauen jetzt. Ach, guck mal hier. Habe ich gar nicht gesehen. Okay. Ah, nee, Quatsch, das sind die, die ich schon vorher dabei hatte, ich Depp. Alles gut. Sollen wir ganz schnell rüberhuschen? Veron wird belagert. Okay. Achso, von den Bataniern vielleicht. Oder von den Dreaten. Na, gehen wir doch gleich mal kicken, wa? Vorher schmeiß ich noch die Gefangenen hier raus. Sehr gut.
Ja, von den Dryaden. Okay. Okay. Ja. Mal gucken, wie viele. Ah, ich halte mal an den Dörfern unterwegs an. Boah, 46 Barbari, was denn hier los? Kriegsgebiet, ne? Ah, warte, ich wollte eigentlich noch nach Caronta gucken. Moment, das muss jetzt sein. Es sind wieder welche geflohen, natürlich. Zwei auf einmal. Lösegard-Angebot ist mir zu wenig. 5000 muss es mindestens sein. Nur mal kurz nach den Werten der Burg gucken, wie es hier gerade ausschaut. Nahrung ist genug da, Garnison natürlich nicht, aber Sicherheit trotzdem im Plus, Treue im Plus, alles klar. Und in läppischen 92 Tagen ist die nächste Infrastruktur fertig. Oh Mann, ey. Ach, und ich habe vergessen, den Plunder zu verkaufen, ne? Ach, egal. Können wir auch noch nach Veron machen. Wir gehen mal kurz an Traktoria, unterwegs die Dörfer abklappern. Sehr gut. Zwei Rekruten mehr. Mich auch nochmal zwei, bitte. So, dann bin ich wenigstens wieder voll. Darkius ist wieder auf Standard. Und Windra ist fleißig am Weiterrekrutieren. Gefällt. Gefällt wirklich. Gott, Veron, halt schön durch. Ich bin gleich da. Ich hoffe, es hält noch wirklich durch. So, wie sieht's hier aus? Nahrung ist im Plus, das ist gut. Treue ist im Plus, Sicherheit ist im Plus. Sehr schön, was wird gebaut? 61 Tage noch, bis die Struktur fertig ist. Okay. Schade, dass man hier nicht auch noch irgendwie ein Forum oder sowas ähnliches bauen kann, was auch nochmal Einflusspunkte bringt. Es geht halt nur in den Städten, das ist ein bisschen schade. Aber gut. Man kann auch nicht alles haben, ne? Hier kriegst du nochmal 10er von mir. Oh, Schnapszahlarmee, 555. Oder... das wird eine Verteidigungsschlacht. Keine offene Feldschlacht. Definitiv nicht. Kann ich zufällig vielleicht nochmal einen hier irgendwie vielleicht eventuell... Nein, kann ich nicht. Einmal speichern. Oh, ich sehe gerade, die Karthager haben mächtig auf die Schnauze bekommen. Ach. Die Schlacht, die ich geführt habe, hat 19% gebracht. Dann haben die ja echt nicht viele Soldaten, ne? Das waren ja nur 300. Krass. Davor hatte ja Mantheos noch geholfen, waren auch 18%. Fast 19. Nice, aber nice. Einfach nice. Wir müssen dringend hier rein. Die Schlacht läuft schon. Schnell. Stehen euch zur Seite. 81 Leute wieder. Mann. Fortfahren. Wir haben zwei Geräte. Ein drittes wird gebaut. Ein viertes möchte ich bitte auch noch bauen. Ja. Obwohl, nee. Dann lieber Feuerkatapulte. Bist du? Du bist Katapult, du bist Katapult, du bist Feuerkatapult, okay. Ah, okay, wir sind schon in der Schlacht. Okay, na gut. Das sieht ja nicht mal so rosig aus, wenn wir ehrlich sind. Aber irgendwas müssen wir ja machen, ne? Rein da. Follow your sergeants! Gut, ihr Lieben, ihr kennt das Spielchen, ich mache hier einen Schnitt, verteile erstmal die Verteidiger, so wie ich denke, dass es sinnvoll wäre und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Also, mal wieder ein bisschen standardisiert, aber auch mal ein bisschen was Neues probiert. Trupp 2 angeführt von Windra, auf der linken Flanke in Schildformation, direkt dort, wo der feindliche Belagerungsturm ankommen wird, der nämlich sich hier hinterm Baum versteckt. Trupp 3 ebenfalls in Schildformation, hier direkt da, wo die Leitern sind. Dann Trupp 1 hat 50% der Infanterie bekommen, um hier am Tor zu stehen, weil ich befürchte so ein bisschen, dass wir es nicht schaffen werden, Türmchen und Bocki zu zerstören. Sollte eins von beiden nur zerstört werden, ist das für uns natürlich ein Win, weil wir dann dementsprechend die 1 auch als Reserve auf einen Mauerabschnitt schicken können. Wenn nicht sogar einfach aufgeteilt, ne?
Man kann ja auch die 1 wieder aufteilen während der Schlacht. Das geht ja auch theoretisch. Dann ist die 4 von unserer Arena angeführt. Diesmal auch mit der Besonderheit, dass ich ihr gesagt habe, sie soll die mit den höchsten Rängen nehmen, die Bogenschützen hinten im Hof aufgestellt, weil wir hier einen wunderbaren Winkel einfach haben. Einen wunderbaren, Sichtwinkel, direkt auf alles, was auf die Mauern kommt, direkt schon mal eine Pfeilsalve rauf zu jagen. Definitiv von Vorteil. Und die anderen Bogenschützeneinheiten habe ich ein bisschen verteilt. Die hier habe ich erstmal hier drauf platziert und danach ihnen den Befehl gegeben, dieses Zahnrädchenbefehl, dass sie halt auch das Katapult steuern sollen. Nicht, dass die jetzt wieder dumm rumstehen und nicht schießen. Das wäre ein bisschen blöd. Ich habe das Katapult übrigens auch hier rechts platziert, in der Hoffnung, dass es halt am längsten Zeit hat, auf den Turm zu schießen, der ja einfach das leichtere Ziel ist mit dieser Streumunition. Ach, Entschuldigung, da hat sich gerade mein Mann angemeldet. Tut mir leid. Wir wiederum kümmern uns natürlich wieder hier um das Katapult, in der Hoffnung, dass wir den Bocki ausschalten oder den Turm. Eins von beiden, mal gucken. Und dann natürlich noch ein bisschen was zum Schmeißen haben. Alles, was hier mit dem Turm kommt oder mit dem Bocki kommt, kriegt dann halt die Wurfgeschosse von uns ab. Gut. Da habe ich auch die Truppe erst hierhin befehligt und dann gesagt, macht mal den bitte. Die stehen hier oben auf dem Torhaus, weil hier einfach Last Man Standing ist. Warum auch immer ihr jetzt da steht, verstehe ich nicht. Weil ihr solltet eigentlich hier stehen und dann den machen. Ich hoffe, die kommen durch. Nicht, dass das jetzt nicht schießt, weil hier keiner durchkommt. Na gut, gucken wir einfach mal. Los geht's. Ach ja, hier drüben ist... Och, scheiße, ich komme gar nicht ans Katapult ran, wa? Ich befürchte, ich komme nicht ran. Aber mal gucken, vielleicht lassen sie mich ja durch heute. Vielleicht sind sie ja ledig. Wo kommt ihr denn her? Okay. Ah, die Bogenschützen machen irgendwie wieder, was sie wollen, habe ich das Gefühl. Oh, lass mich mal durch, weil ich bin wichtig und so. Oh, Leute, es geht. Das Katapult ist auch in Benutzung. Sehr gut. Das zweite hoffentlich auch. So, lass mich mal ran. Die haben da auf die Bogenschützen geschossen, da. Ich sehe keine Streuschosse. Wo bleiben sie? So, erstmal gucken. Ah doch, ich glaube, da war gerade Streugeschoss. Die Reichweite war in Ordnung. Ich hätte aber noch mehr nach rechts zielen müssen. Hat schneller nach, Junge. Komm schon. Boah, wieder zu weit nach links. Noch ein Ticken mehr nach rechts. Wieder ein kleines bisschen tiefer, sonst ziehen wir wieder zu hoch. Sieht gut aus. Und es war ein Volltreffer, sehr schön. Davon jetzt bitte noch 2, 3 weitere, damit das Ding kaputt geht, bevor es hier hinten ankommt. Oh, sehr schön, Streugeschoss schießt mit hier rüber. Dann haben wir vielleicht auch die Möglichkeit, den Bocki auszuschalten, das wäre schön. Nein, ich habe drüber geschossen. Okay, definitiv tiefer zielen. Wieder ein Stückchen mehr nach links gleich. Ja, Streugeschoss trifft zwar relativ sicher, aber halt mit weniger Schaden, ne? Nein, jetzt war das zu kurz. Ich werde noch bescheuert. Oh! Oh, Mann. Komm schon, wenigstens noch den Turm ausschalten, ey. Bocki wird irgendwie ignoriert, habe ich das Gefühl. Aber dafür habe ich ja wenigstens einen Großteil meiner Infanterie hinterm Tor stehen. Ja, und? Alles klar. Avere derci. Das ist super. Moment, Pause. So, das heißt nämlich jetzt für uns, die 2, kommt bitte mal hier hin. Die dürfen jetzt den Posten verlassen, weil jetzt kann hier nichts mehr hoch. Jetzt keine Leiter, die haben vergessen, ihre Leiter mitzubringen. So, zurück zu mir. Zurück zum Bombenwetter. Anda. So. Schnell, 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 schnell. Tiefer zielen und viel Spaß, ihr Landratten. Das war zu tief. Das war definitiv zu tief. Ich, okay. Verdammte Axt. Mann. Wird den Bocki-Kiefer nicht mehr zerstört, das steht fest. Aber wir können nochmal an den Truppenschaden anrichten, wenn denn hier mal nachgeladen wird. Aua. Es wird nicht nachgeladen, weil derjenige, welcher der nachladen sollte, war vermutlich gerade irgendwo aufgehalten wurde. Ja, es wird einfach nicht mehr nachgeladen. Alles klar. Silvent erwischt. Nice.
Ah, nee, der kommt durch. Dann hebe ich die Munition lieber auf für die Stelle hier, dass ich das da runterschmeiße. Aber ich kann ein bisschen was werfen noch. Ah, nee, sie kommen ja schon. Wie, jetzt benutzt du das Ding wieder? Ob du dumm bist, habe ich gefragt. Mann. So. Und hier viel Spaß damit. Oh, das ging durchs Tor, verdammt. Das war nicht gut. Da habe ich jetzt dummerweise meinen eigenen Leuten ordentlich Schaden gemacht. Dann lieber da hinschmeißen. Sehr schön. Jetzt ist das Tor offen. Super. Verschaffen wir unseren Leuten Zeit, damit sie auch wieder Speere schmeißen können. Auch wenn sie in Schildwallformation weniger Speere schmeißen. Weniger bis gar nicht. Aber die Bogenschützen stehen noch dahinter und die können böse Aua machen. Apropos Bogenschützen. Ich hoffe, die packen das noch. Die zwei. Kommt bitte mal hier hin. Oh nee. Die kommt hier hinter. Ich kann noch ein bisschen Speersalven hier reinschmeißen. Wieso seid ihr denn schon so weit drin? Achso, bestimmt, weil ich hier versehentlich zu viel Schaden angerichtet habe, ne? Schauen wir einfach mal. Die 1 könnte theoretisch jetzt auch eine Viereck-Formation machen. In der Hoffnung, dass das jetzt kein Fehler war. Zurück zu mir. Und wir schmeißen wieder ein paar von den Dingern. Wenn die alle sind, haben wir ja noch die Felsen. Die machen ja auch nochmal ordentlich Schaden. Achtung! Huch, Ausgang verpasst. So, letzter ist meiner. So. Sehr schön. Und jetzt haben wir noch die hier. Wo ich sogar ein bisschen am Überlegen bin, ehrlich gesagt. Ob ich die Dinger vielleicht da drüben hinschmeiße. Aber andererseits, nee. Das dauert so lange. Wieso haben wir da eine Lücke? Was ist da los? Das sieht mir nach einer Lücke aus da. Was ist da los? Moment, ich muss mir das mal ankicken. Irgendwie ist hier in die Formation was reingebrochen. Das ist nicht schön. Wort scheint trotzdem noch zu funktionieren. Aber was ich gerade sehe, ist, ich muss mal die hier ein bisschen mehr nach hinten platzieren, damit wieder mehr von ihnen schießen können. Das da oben gefällt mir aber ehrlich gesagt auch nicht, dass wir da so wenige haben mittlerweile. Ah. Vielleicht muss ich die zwei doch nochmal rüber befehligen. Ich mach das jetzt schon. Ja, ich mach das jetzt schon. Kommt mal hier oben rauf. So. Bis die da sind, vergeht ja auch nochmal ein bisschen Zeit, weil die sind ja noch in Schildwehrformation. So, zack. Achtung! Müssen unseren Jungs da unten ein bisschen Zeit verschaffen, ein bisschen Luft machen. Problem ist nur, in der Geschwindigkeit, wie ich hier was runterschmeiße, rücken auch gleich wieder haufenweise Leute nach. Die hauen ab! Sie hauen ab! Sie fliehen! Weg, 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 weg! Ich bin wichtig und so! Mist. Alles klar, wir haben es geschafft. 1400 Mann, einfach mal abgewehrt. Doch. Ich mal wieder nichts treffe! Komm schon. Ach komm schon, wie ist irgendwas noch? Mann. Und? 86 Verluste, was uns natürlich sehr weh tut, weil es ja Elite-Truppen sind und größtenteils unsere Truppen sind. Also selbst die Garnison sind unsere, ja klar. Aber Gegner 300 Tote, 188 Verwundete und eventuell sogar die ganze Armee jetzt aufgelöst. Das waren noch nicht mal die 1400 Mann insgesamt, ne? Die Moral schon gebrochen, bevor alle Verstärkungen reingekommen sind. Krass. Jetzt sind wir erstmal fertig. Ja.
Die haben sich ein bisschen in der Luft aufgelöst. Nicht zum Klappen mitnehmen. Mensch. So. Was haben wir hier Schönes? Gegenberittene Truppen. Das Ding nehmen wir mal mit. Tatsächlich. Wir suchen ja immer noch in den Tavernen nach einem römischen neuen Truppführer, / Statthalter, den wir das dann hier in die Hand drücken könnten. Was hast du eigentlich nochmal? Verringerter erlittener Schaden durch Fernkampfangriffe. Ah. Wir machen ja selten Schießduelle, ne? Andererseits doch, wenn wir Angreifer sind in einer Belagerung. Da macht's Sinn, definitiv. Oder wenn wir gegen Saker kämpfen, dann sind die Fernangriffe sind ja auch von den berittenen Bogenschützen gezielt, würde ich behaupten. So. Ja, alles triatisch. Obwohl, hier ist noch ein bisschen imperial. Aber nichts für mich. Oder für sie. Nö. Auch nicht. Okay. Dann wieder mal ein bisschen für die Kasse was einstecken. So. Nehmen wir wenigstens noch rund 5000 Erfahrungspunkte mit. Sehr gut. Was hat es jetzt gebracht? 13%. 1400 Mann sind 13%? Haben die 10.000 Truppen? Uff. Oder diese Statistik hier ist ein bisschen ungenau, dass es nicht um die komplette Armee ging. Ah, und guck mal hier. Also 1000 Mann kann man jetzt sagen. 1000 Mann waren 13%. Die haben sich doch nicht vollständig aufgelöst, wie ich jetzt erst sehe. Aber ich werde sie nicht kriegen, ne? Komme ich nicht ran. Die sind, ja, und wie sind sie deplatziert auch gerade? Was ich sagen wollte, eventuell ist das hier 13% nur die Toten gerechnet. Nicht die Aufgelösten. Kann sein, muss es aber nicht. Nee, wir kehren nicht zur Burg zurück. Wir gehen kurz raus, ansonsten löst sich ja dummerweise meine Armee wieder auf. Das wollen wir nicht. Auch wenn ich sie sofort hätte rufen können. Aber jetzt gehen wir rein. Da sind nämlich wieder haufenweise Gefangene hier abgelegt worden. Garnison fast 200 ist erstmal in Ordnung. So, da habe ich doch tatsächlich endlich mal wieder einen Fokuspunkt bekommen. Und in Werfen auch ein bisschen was. Lerngeschwindigkeit 5,3. Okay, da geht noch ein bisschen. Minus 20% Verbesserungskosten für die Infanterietruppen ist gar nicht mal so verkehrt. Kopftreffer machen 50% mehr Schaden mit Wurfwaffen. Ja gut, sind wir jetzt ehrlich, ne? Durch die Realistic Battle Mod macht das jetzt hier gar keinen Sinn mehr. Weil wenn ich einen Kopftreffer mache, ist bloß noch die Frage, ist da an der Stelle, wo ich treffe, ein Helm oder nicht? Weil da, wo kein Helm ist, ist es fast immer tödlich, wenn ich treffe. Da brauche ich jetzt nicht noch zusätzliche 50% mehr Schaden. Allerdings Rekrutierungskosten für Truppen ab Rang 2 um 20% senken. Das nehme ich tatsächlich, ja. Dafür ist es dann doch wieder ganz gut. So, ein Fokuspunkt ist übrig. Und den möchte ich definitiv in Spähen reinstecken, damit wir schneller werden. Weil vor allem jetzt, wo wir immer so eine Zwei-Fronten-Basis haben. Also einmal drüben bei Vostrum und Fykan und dann hier hinten bei Ortesia und Lageta. Macht es durchaus Sinn, dass wir schneller werden. Wir haben hier nur 2,5 drüber. Hier haben wir noch ein bisschen Platz. Hier könnte man noch nachlegen, aber wir sind ja noch in der Lage, die 275 zu erreichen, ohne dass ich nachlege. Deswegen sage ich hier lieber Spähen. Ja. Hat zwar nicht so viel gebracht, aber in ein paar Leveln, ja, dauert ja bloß noch ein paar Jahre. Können wir dann hier wieder einen Attributspunkt reinnehmen, dass wir hier wieder vorwärts kommen, richtig? Oder besser vorwärts kommen. So. Gut. Ich glaube zwar nicht, dass wir sie erwischen, aber ich probiere es trotzdem. Oh, sieht gut aus. Ja, moin! Alles klar. Willst du mich verarschen? Mann! Okay. Ihr Lieben, das war's aber schon wieder für die heutige Folge. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao!